Ja, hallo, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut, Psychotherapeut und Beziehungscoach. Dies ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute haben wir eine coole Mail von jemand, der sich ja so im Minuspol sieht. Das ist ja, glaube ich, mal für viele interessant. Es gibt momentan auch den Liebeschip Pro-Kurs, die irgendwie schon ein bisschen mehr gemacht haben bei mir. Und die Liebeschip Plus-Mitgliedschaft mit den Meditationen und dem Forum ist auch im Moment zugänglich. Und dann geht ja die Selbstliebe-Challenge Advanced bald los im Februar. Kann man übrigens auch direkt mit einsteigen. Ist sehr tough, weil die keine Pausentage hat. Aber ja, man kann ja auch mal eine Übung irgendwie später machen. Oder also man muss es jetzt nicht unbedingt in den 28 oder 30 Tagen machen. Na. So. Nun aber eine Nachricht von Nikitschow und er schreibt: Einbildung Bauchgefühl oder Einbildung eines Minuspols? Fragezeichen. Hallo Christian, erstmal ein Lobgesang auf dich und deine Kurse. Durch diese habe ich es geschafft, mich aus einer vierjährigen toxischen Beziehung zu lösen. Also ich bin jetzt manchmal, jetzt wenn die Mail kommt, nicht so ganz klar, aber die Abfolge, ich habe es jetzt so verstanden, dass diese vierjährige toxische Beziehung, da warst du ja so ein Pluspol. Aber im Grunde habe ich danach erst die richtige Arbeit angefangen. Kurse 0 bis 4 auf Liebeschip habe ich natürlich auch schon gemacht. Mein Leben lang war ich der eigentlich eher der Minuspol, musste aber auch schmerzhaft die andere Seite kennenlernen. Ja, das ist ja mal wieder, was ich mal wieder sage, das geht vielleicht nicht jedem so. Aber zu diesem Bewusstwerdungsprozess gehört auch, dass man ja eigentlich beide Pole immer in sich hat so. Und ja, es gehört auch dazu, ja, wie soll ich das mal sagen? Ja, also man ist häufig bewusster so, oder man sieht häufig mehr, vielleicht aber auch nicht, in dieser Plusseite. Und wenn man in der Minusseite ist, merkt man es, habe ich das Gefühl, manchmal noch weniger, was man eigentlich so macht, weil man vielleicht manchmal nicht so leidet. Dann leiden ja eher die anderen so. Aber trotzdem, auf so einer, wenn man es mal wirklich tief anguckt, leiden sowohl Pluspol als auch Minuspol häufig, ne? Beide haben diese Themen von zu wenig Selbstliebe, nicht gut genug sein, aber eben auf eine andere Art ausgelebt, auch Bedürftigkeit, mangelnde Autonomie, zu viel Thrill und Dramatik suchen. Das ist häufig in beiden Polen. Und also auch so ein Minuspol, das wird hier, glaube ich, auch deutlich. Viele denken ja immer, ja, denen geht's gut, die haben den ganzen Tag Party und verscheißern halt alle und aber es ist ja nicht so, ne? Die sind ja auch nicht happy. Was jetzt nicht heißt, dass ihr die retten sollt oder so, ne? Aber also happy sind die häufig auch nicht, ne? Vielleicht sogar in der Regel nicht. So, trotz der ganzen Einsichten, Erkenntnisse und Selbstreflexion nach der Trennung fahre ich dieses Minusmuster nun auch exzessiv weiter. Ist auch echt eine Gefahr, wenn man, wie ich mal vermute, jetzt in dieser vierjährigen Beziehung, wenn man da so richtig pluspolig auf die Nuance gefallen ist und da voller Frust und Wut und schützen wollen steckt, das ist echt eine Gefahr, dass man ins Minus übergeht, ne? Muss man nicht ganz klar sagen, ey. Das ist echt eine Gefahr. Aber immerhin fällt es mir jetzt auf und oftmals denke ich mir, oh Mann, warum machst du das schon wieder? Das tut doch dem anderen weh. Ja, so ist das im Minuspol, aber ich will jetzt hier auch gar nicht werten. Ich finde gut, dass du dir das anguckst. Aber nimmst du es auch ernst zu nehmen, diese Erkenntnisse, ne? Das tut dem anderen doch weh, du hast es doch schließlich am eigenen Leib erfahren. Ja. Aber ganz abstellen kann ich es nicht. Aber das ist ja der Weg, das Ziel. Ja, trotzdem redet ihr das nicht schön. Also es ist wirklich, das, was man am besten immer machen kann, ist tatsächlich die eigene Spielfläche sauber halten, weil auf die anderen haben wir ja keinen Einfluss. Das gilt letztlich im Minuspol auch, ne? Also versuch,
deine Spielfläche so gut wie möglich sauber zu halten, was hier heißt, authentisch sein, ehrlich sein. Ja, wenn du erkennst, dass jemand unter dir leidet, zumindest für Transparenz sorgen, kann immer noch der andere seine eigene Entscheidung treffen. Das wäre dann für dich dran, ne? Und sag jetzt nicht vorschnell, du kannst es nicht abstellen, ne? Also ist ja immer können, wollen, ist immer so eine Sache, ne? Aber trotzdem, es gibt jetzt keinen Grund, also du bist auf deinem Weg und ist alles fein. So, vorher war ich, also vor dieser vierjährigen toxischen Beziehung, war ich in einer zwölfjährigen unteraktivierten Beziehung. Ja, wer sich für diese Konzepte interessiert, überaktiviert, unteraktiviert, dasselbe da bei meinem Buch richtig aufgehoben. Diese ist sehr unschön auseinandergegangen. Sie hat mich für einen anderen verlassen. Okay. Ein paar Monate später habe ich dann meine Toxe kennengelernt. In der langen Beziehung, in dieser unteraktivierten, war ich eigentlich immer treu und ehrlich. Sie war ein sehr bindungssicherer Partner und zu meinem Anliegen. Seit der Trennung von meiner sehr toxischen, vielleicht sogar, ja, also fließt es mal so raus, sehr toxischen, egozentrischen Freundin, vor einigen Monaten habe ich eine Datingpause, hatte ich nach einer Datingpause von 3 Monaten schon 4 bis 5 Dates. Das ist ja jetzt erstmal nicht so viel, 4 bis 5 Dates. Also wir reden jetzt hier über ein paar Monate. Ich weiß ja auch nicht, wie du datest. Datingpause von 3 Monaten halte ich für ein bisschen kurz, ehrlich gesagt. Und es ist auch mal die Frage, ist einfach nur nicht gedatet worden oder ist wirklich mal alles auf Null? Kein Geflirte, kein Angemache. Also wirklich, das ist wirklich wichtig, dass man das so richtig gründlich macht, ne? Ich vermute mal, dass die für dich zu kurz war, die Datingpause. Also vor allem, wenn man jetzt den Rest der E-Mail hört. Also, ich hatte 4 bis 5 Dates, mit welchen ich auch sexuellen Kontakt hatte. Wow. Okay. allen bin ich fremdgegangen, habe manipuliert und Fast Forwarding betrieben. Gut, dass du es siehst. Trotzdem versuch aus diesen Lektionen zu lernen, irgendwie, ne? Also. Meine Fremdgehen bedeutet, hast du mit allen wirklich eine Beziehung angefangen? Bist du mit allen ins Commitment gegangen? Wenn ja, also wäre für dich wirklich der Schritt, dass, meine, du kannst ja sagen, ich möchte jetzt keine Beziehung haben, aber wenn du eine Beziehung vorgaukelst und wirklich etwas anderes machst, dann benutzt du die anderen Frauen natürlich, ne? Ich meine, da kommt jetzt kein Richter angeflogen und so, ne? Gibt's hier nicht, aber. Ich glaube schon, irgendwo alles kommt wieder zu uns zurück. Also nochmal versuch, deine Spielfläche sauber zu halten und nimm es nicht so. Ich meine, ich finde toll, dass du eine E-Mail schreibst. Ich finde toll, dass du dich damit auseinandersetzt. Aber versuch, diese Erkenntnisse auch umzusetzen. Und dann, weil wenn du die Frauen anlügst, dann benutzt du sie irgendwie. Ja. Und du bist ja auch vielleicht benutzt worden. Und das ist, was ich immer meine, ne? Also mal wird man benutzt, mal benutzt man. Also versucht wirklich immer wieder versuchen, die eigene Spielfläche erstmal sauber zu kriegen. Ne? Dass dieses Rad mal aufhört, was ich auch im letzten Video gesagt habe. Ne? Du drehst jetzt wieder das Rad einen weiter. Ne? Jetzt bist du vielleicht verarscht worden. Jetzt verarschst du wieder andere. Und dann sind die wieder gekränkt. Dann verarschen die wieder. Also versuch wirklich. Ja, also du hast, also jeder von uns, aber du hast auch die Chance zu sagen, okay, die nächste Runde mache ich jetzt nicht mehr mit, ne? Bin jetzt ab jetzt einigermaßen ehrlich und sag, was Sache ist zum Beispiel, ne? So. Gut ging es mir dabei nicht, da ich mittlerweile merke, was ich anrichte. Trotzdem mussten meine Eimer hier irgendwie gefüllt werden. Wenn auch auf Kosten anderer. Ja, da bist du so ein bisschen, ich meine, klar, ist klar, dass ich hier was zu sage. Ich meine. Also du siehst es, aber gut, das machen natürlich viele, du handelst halt nicht drauf, ne? Also, nee, das müssen eben nicht andere deine Eimer füllen, sondern du kannst es schon, also natürlich kannst du andere dazu einladen, dass sie deinen Eimer mit mir füllen, aber wenn du das respektvoll machst, dann sagst du eben, was Sache ist. Oder du guckst halt mehr, was, glaube ich, was man immer keine Lust zu hat, aber dass du versuchst, ja. Deine eigenen Eimer zu füllen mehr. Ne? Du hast ja auch Tools da, Modul 3, nutzt die. Aber man muss es auch irgendwie anwenden. Ne? Das ist also, ob man jetzt Kurse macht, Bücher liest. Ich weiß, das ist. Man hat uns
gelesen und auch der Bewusstseinswandel tritt auch ein. Das ist auch schon super viel, aber irgendwann muss man es dann auch mal machen, ne? So, ich habe vor ein paar Monaten eine Frau kennengelernt. Ich wohne allerdings im Ausland, aber ich habe die Möglichkeit, sie einmal im Monat für 14 Tage zu besuchen. Wow, was hast du denn für einen Job, ey? Mega. Was soll ich sagen? Sie macht nichts, aber auch überhaupt nichts falsch. Lässt mich sein, wie ich bin, ist verständnisvoll und einfühlsam. Ich konnte ihr meine Geschichte auch erzählen, aber für jemand Normalen sind solche Themen oft nicht greifbar. Sie hat auch ihr kleines Liebessuchtproblem, glaube ich, wenn auch in Leitform. Ja, wenn du so Minuspol unterwegs bist, dann ziehst du natürlich gern Pluspole an, ne? Das ist halt das Gesetz der Anziehung, ne? Wenn auch im Leitformat. Schwer zu sagen, nach so kurzer Zeit. Aber im Grunde genommen tut es mir sehr gut und ich kann es auch ansprechen, wenn sie zu needy wird und anfängt zu klammern. Vielleicht bilde ich es mir auch ein und es ist ganz normal, wenn man am Anfang etwas anhänglicher ist. Ja, klar, es ist relativ normal. Ist ja verliebt, wahrscheinlich, ne? Aber vielleicht im Gegensatz zu dir, ne? Ist immer die Frage, ob du jetzt, was ja häufig ein Minuspol ist, einfach diese ganze Bestätigung suchst, ohne dass du wirklich verliebt bist und dann wirklich bei einer bleiben willst. Halt, was so eine Sache, das ist dann halt, wo das Benutzen losgeht, ne? Aber das musst du für dich prüfen, ne? Ich will da jetzt, das sind einfach nur Fragen an dich. Vielleicht habe ich nur Angst, wieder verletzt zu werden. Ja, garantiert. Also wenn du wirklich 4 Jahre so eine hochtoxische Beziehung hattest, da sind du eine ganze Menge dicke, fette Burgmauern um dein Herz jetzt, sehr wahrscheinlich. Denn langsam fange ich an, die typischen Spielchen zu spielen, um zu testen, wie sehr sie mich mag und wie weit ich gehen kann. Ja, das musst du echt stoppen, sonst bist du echt voll in die Minushöhle rein hier. Überhaupt weiß ich gerade nicht mehr, was Einbildung, was real ist. Überanalysiere ich aufgrund meiner schlimmen Jahre mit meiner toxischen Ex. Ja, wie wir alle wissen, wenn man so in einer toxischen Beziehung war, kommt man nicht so ganz heile wieder raus, ne? Von daher sind 3 Monate Datingpause, finde ich jetzt auch echt nicht viel. Ich glaube schon, dass du da noch das unter Umständen, also wenn das wirklich 4 Jahre hochtoxische Beziehungen waren, bist du echt traumatisiert wahrscheinlich. Und ja, vielleicht ist die Frage, ob du schon wieder in der Lage bist, ne, dich wirklich zu öffnen, jemandem. Ne? Mir kommt es so vor, als ob ich nur darauf warte, dass sie etwas falsch macht, damit ich einen Grund habe, Mauern aufzubauen. Ja, super Einsicht, aber allein schon, dass du darauf wartest, dass sie irgendwas falsch macht, ist eine Mauer. Das ist eine typische Mauer, wenn man selber aus so einer krassen Beziehung gekommen ist und sie schützen will. Das ist schon Mauer, ne? So, aber mein Bauchgefühl, welches extrem feinfühlig ist und meist recht hat, schlägt permanent Alarm. Oh, okay. Spannend. So, jetzt könnte man ja denken, du hast jetzt noch eine ganz nette kennengelernt und du bist einfach nur voll im Minuspol und kannst damit nichts anfangen. Aber jetzt kommt dein Bauchgefühl ins Spiel. Also ich finde die E-Mail wirklich gut, weil die zeigt, ja, das ist nicht so ein gerader Weg, ne? Man, für dieser Liebeship-Weg, das ist wirklich so eine Serpentinenstrecke mit Berg und Tal und es ist nicht so, ah, jetzt habe ich es verstanden, so, jetzt mache ich mal, setze ich mal ein bisschen um oder mache. Was weiß ich, mache mal ein paar der Tools, die Christian da hat oder sonst wer und dann bumm, ist das Problem gelöst, ne? Das geht so richtig an den Grund alles, ne? So, steckt permanent Alarm. Wie gesagt, sie gibt mir keinen direkten Anlass. Ich bin auch schrecklich eifersüchtig, wenn sie mal mit Freunden ausgeht oder ähnliches. Ist das Projektion? So etwas kenne ich von mir sonst nicht. Ja, also es ist echt schwer zu sagen, ich habe keine Glaskugel hier. Also es könnte Projektion sein, weil du ja auch 4-mal fremdgegangen bist, wie du gesagt hast. Weil man denkt dann ja immer, andere machen das auch. Also es könnte sehr gut Projektion sein. Es könnte auch sein, zweite Möglichkeit, aber ich kann dir das nicht sagen, ich weiß es nicht. Zweite Möglichkeit ist, dass du so ein Thema hast von ich reiche nicht aus, ich bin nicht gut genug, was ja sowieso super viele Menschen haben, dass du denkst, ja, ich reiche ja eh nicht aus und dann, was weiß ich, füge sie gleich mit dem nächsten. Dritte Möglichkeit, du nimmst tatsächlich
was war. Weil, wenn ich das richtig verstehe, hast du ja auch Beziehungen gehabt, wo du nicht eifersüchtig warst. Jetzt ist allerdings schon, man wird ja so ein bisschen paranoid, wenn man so eine super toxische Beziehung hatte. Also ist echt schwer zu sagen. Gute Frage, wirklich. Anfangs hat sie mir gesagt, dass sie Sex sehr gerne mag. Ja, das tun die meisten Menschen. Und sie hat im letzten Jahr auch eine Freundschaft-Plus-Geschichte am Laufen. Sie wollte dann mehr, er nicht. In dieser Zeit haben wir uns kennengelernt. Ja, also, es ist halt, sicherlich habt ihr so ein Thema mit nicht allein sein wollen können. Also, das zieht euch bestimmt an irgendwie. Hat sie auch keine Datingpause gemacht, sozusagen, ne? Und sie hat ihn auch sofort abgeschossen. Nach eigener Angabe ist sie in einer Beziehung aber immer treu, auch wenn sie außerhalb von Beziehungen ein sehr aktives Sexleben ohne Verpflichtung hat. Ja, das hört sich jetzt alles so modern an, aber ich höre auch raus, sie ist eigentlich nie allein, ne? Aber da passt sie ja ganz gut zusammen, ne? Warst ja auch nicht viel allein, ne? Und da sind, glaube ich, jetzt Probleme, die jetzt da spiegelt ihr euch sicherlich. So, sie ist in den 30ern. Ihre Mutter ist selten für sie da gewesen. Der Vater sehr früh abgehauen. Ja, also, aber aus so einer Biografie kann man. Jeder reagiert anders auf solche Biografien, ne? Wie kann ich denn jetzt herausfinden, was Einbildung ist und was real ist? Muss sie daten, aber ist ehrlich gesagt in der Fernbeziehung über Landesgrenzen hinweg ist natürlich Riesenraum für irgendwelche, für Kopfkino so. Aber wenn dein Bauchgefühl jetzt schon sagt, warum muss es denn gerade die sein, wenn du so viel kennenlernst irgendwie? Ja. Meine Eifersucht und mein kreatives Kopfkino fressen mich auf und ich bin kurz davor, den Kontakt abzubrechen. Ja, das ist auch echt eine Überlegung, wenn sie dich so antriggert. Aber gut. Echt schwer zu sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand länger ohne Sex sein kann, der Sex so gerne mag. Ja, wie gesagt, aber da schließt du sicherlich von dir auf andere. Vor allem, was reden wir über länger? Wir reden hier über 14 Tage. Also, das könnte eine Projektion von dir sein. Kannst du 14 Tage nicht ohne Sex? Also, wenn man 14 Tage nicht ohne Sex kann, hat man auf jeden Fall irgendwie ein Thema mit so einer gewissen. Ja. Da macht man sich zu abhängig von Sex. So. Ja. Liebessüchtige, Co-Abhängige haben ja gerne noch andere Eisen im Feuer. Ja, das hast du natürlich jetzt gerade gelebt. Ne? Also es kann schon sein, dass es auch eine Projektion ist. Es sind auch verschiedene Sachen, ich weiß es nicht. Minuspole natürlich auch. Sie hat nun auch ihren Job gekündigt und will zu mir kommen. Das finde ich jetzt tatsächlich ein bisschen co-abhängig von ihr. Weil ihr kennt euch ja überhaupt noch nicht. Also, das heißt, sie ist jetzt so ein bisschen, wie du eben gesagt hast, needy unterwegs und damit triggert sie natürlich dein Minuspol sein an, ne? Und vielleicht suchst du jetzt auch Gründe, warum sie nicht kommen soll. Also es sind viele Fragen, die ich letztlich nicht beantworten kann in so einer Mail, aber wo du, glaube ich, mal länger drüber nachdenken musst, ne? Aber selbst das gibt mir irgendwie keine Sicherheit, da ich denke, dass ich nur das Sprungbrett aus ihrem langweiligen Leben bin. Ja, das kann absolut richtig sein. Hör auf dein Bauchgefühl. Und weil, wie gesagt, du hast ja jetzt ein bisschen, warst ja ein bisschen benutzend unterwegs. Das kann ja auch schnell zurückkommen. Heutzutage kommen die Dinge manchmal schnell zurück. Dass sie dich jetzt vielleicht also gar nicht benutzt, indem sie fremd geht, sondern dass sie dich benutzt irgendwie materiell oder als Sprungbrett oder das ist durchaus möglich. Gibt es ja auch, ne? Dass Frauen ja Männer benutzen, weil sie, was ist, in der Hoffnung, irgendwie ihren Status zu verbessern oder aus Geldgründen. Gibt's alles. Ne? Auch eine mögliche Sache, ne? Es ist zum Verzweifeln. Manchmal denke ich, dass das unwissende Leben einfacher war. Ja. Auch das ist eine sehr beliebte Kurve auf diesem Weg. Ja, das denken, glaube ich, viele. Aber hilft alle nichts. Kannst nur nach vorne weitergehen, zurückgehen, gibt's nicht. Ja, also viele gute Fragen. Vielleicht gibt es ja auch noch Anregungen von Zuschauern hier in den Kommentaren für dich.
Also mein Bauchgefühl wäre jetzt tatsächlich, dass du eigentlich ein bisschen mehr Datingpause bräuchtest und ein bisschen mehr Autonomie lernen, ein bisschen mehr lernen, deine eigenen Eimer zu füllen, dass du zumindest Frauen jetzt nicht mehr so offensichtlich fremdgehen musst oder auch dann vielleicht benutzen musst. Und weil wenn man seine eigene Spielfläche nicht sauber hält, dann ist es immer schwer, wenn man dann irgendwie Chaos zurückkriegt, ist natürlich immer schwer zu sagen. Das ist einfach schon direkt die Spiegelung von meinen eigenen Themen, die es ja sowieso eigentlich irgendwo immer auch ein bisschen ist. Oder ja, tut mir da wirklich jemand einfach nicht gut irgendwie, ne? Obwohl ich vielleicht transparent und ehrlich bin und der andere ist es nicht, tut mir einfach nicht gut so, ne? Also dafür musst du aber erstmal deine eigene Spielfläche sauber kriegen, um das besser sehen zu können. Aber in der Situation jetzt irgendjemand rüberzuholen in dein Land und zusammenzuziehen, ey, finde ich sehr gewagt, aber gut, das ist ja eh alles ein Abenteuerspielplatz, also wenn du den Thrill brauchst, dann musst du das machen. Aber so richtig durchdacht scheint mir das jetzt gerade nicht. Ja, in diesem Sinne, wir werden uns bald wieder sehen.